Leute, ich bin willkommen bei Alles Ewig Game. Heute ist Mann dabei. Hallo! Ich will sagen, was wir heute in Brookhaven machen. Wir sind heute 24 Stunden lang eine Prinzessin in Brookhaven. Er hat gesagt Prinzessinnen, weil du spielst mal auf deinem eigenen Account. Yay, ich bin nämlich auch hier. Ich bin auch eine Prinzessin. Yay! Ja. Donner mir die ganze Zeit den Kopf oben an. Ja. Hey, warum hüpfe ich denn so hoch? Weil du so hüpfst. So kleiner, so größer. Und ja, hier ist unser Schloss. Ich habe sogar ein Schild gemacht, wo Castle drauf steht. Das englische Wort für Schloss. Wir sind Prinzessinnen. Ich denke immer, was ist der Unterschied zwischen einem Schloss und einem Palast? Zwischen einem Schloss und einem Palast. Ja, ein Schloss kann auch eher so ein bisschen weniger prunkvoll aussehen und ein Palast ist prunkvoll. Was ist prunkvoll? Prunkvoll ist sehr schön und... Oh, okay, gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Shoutouts. Wir schauen in deiner Hashtag Club Ava Gruppe nach und es sind 58.000 Mitglieder. Dankeschön, vielen, Leute. Vielen Dank. Wen möchtest du zuerst grüßen? Wie wär's, Lisa? Hallo Lisa. So, mal schauen, wer drin noch, wer denn noch? Vielleicht. Lala, Hallihallo. Soll ich den Namen falsch ausgesprochen habe? Und wir zeigen euch jetzt noch, wo ihr Avas Merch in der Gruppe finden könnt. Ihr müsst einfach auf Store drücken und dann. Voila. Voila. Wir haben mittlerweile schon eine richtig schöne Auswahl für euch. Und ich finde für den Frühling. Das sind jetzt die Pants, oder? Aber ja. Da seht ihr das ganze Outfit. Ihr könnt euch nämlich ein Oberteil und Hose holen, so schön in Gelb. Hm. Oder einfach nur einen Bubble Tee vorne auf dem T-Shirt mit einem coolen Design. Und ich bin gespannt, ob wir jemanden von euch treffen, der eins von Avas Merch T-Shirts anhat. Gut, also was? Wir müssen erstmal ins Bett. Okay. Wir müssen noch erstmal wach werden. Gut, so, wir müssen jetzt hier hoch. Da, okay, ich kenne mich ja in diesem Schloss noch nicht auf. Du musst selber auf hoch drücken. Oh Mann, daran scheitert es schon. Okay. Hi. Ja, wie in jedem Schloss hat man eine Elevator. Ich bin gerade wieder runtergefallen. Okay, wir haben noch nicht mal angefangen zu spielen. Okay, kann ich da nicht dran hochklettern? Okay, gut. Okay. Ich schlafe im grünen Bett. Ich schlafe auf dem Sofa. Soll ich dir helfen? Ich kann dich hochheben. Soll ich dich hochheben? Ja, okay, Prinzessin Nummer 2. Steh auf. Du. Okay. Gut. So. Okay, danke, dass du mich trägst. Ich muss hier ganz drin. Muss ich wieder den Knopf drücken? Nee, weil du mich getragen hast. So, gut. Da ist dein Zimmer. Geh hier rein. Okay. Und ich gehe mein Zimmer. Jetzt fängt also die Geschichte an, unsere 24 und Stunden. Cut. Hallo! Hilfe! Guten Morgen, Prinzessin! Hallo, Prinzessin 2. Es ist schon 4 Uhr. 4 Uhr Nachmittag? Ja. Okay, also nein, es ist 7 Uhr früh. Es ist 7 Uhr früh, nicht 4 Uhr. Was meinst du? Warum weckst du mich und nicht Mama? Wo ist Mama? Wo ist unsere Königin? Nicht. Ich weiß nicht. Mama schläft, hier haben wir Papa auf den Bunkbeds. Mama und Papa müssen im Kinderzimmer mit den Bunkbeds schlafen. Ja, natürlich. Okay. Weil wir dieses schönen großen Zimmer haben können. Okay, so soll das sein. Mama! Mama nicht da? Papa auch nicht. Was? Wo sind die denn? Mach doch mal den Safe auf, ob da Geld drin ist. Yep. Okay. Geh nur mal. Komm, wir nehmen uns ein bisschen. Soll ich mal gucken, wo die Butler sind? Die Butler, ja, geh du mal. Du bleib hier oben. Okay. Dann machen wir Papa auf. Ich geh mal duschen, ja? Okay. Ha! Parkour! Ha! Okay, gibt genug von Parkour. Prinzessin, hast du die Butler finden können? Ich bin nicht da, Ivana, nein! Ich bin noch am Gucken. Und ich habe gerade einen Pool gebaut. Ganz schnell nochmal. Butler! Butler Nummer 1, Butler Nummer 2. Die ist ja nicht da. Was? Warte, ich guck mal im Keller. Ach, ich hasse es. Wer macht denn heute unser Feuer an? Oh mein Gott! Oh, ich bin dreckig hier unten. Oh mein Gott, die sind nicht da, Prinzessin Nummer 2. Hilfe! Mama! Du hast mir gar keine Roommate-Permissions gegeben. Doch, habe ich. Nein, hast du nicht. Nur so Sachen kann ich machen. Na, aber Feuer kann ich, will ich aber auch anmachen können. Okay, ich kann für dich das Feuer anmachen. Nein, bitte, Ava. Okay, gut, ich komme hoch. Ich bin unten am Feuer. Ja, hier runter so. Okay, also, wo sind die Butler? Ich weiß nicht, die sind einfach weg. Also ich schmeiß erstmal ein bisschen Geld ins Feuer. Chip, 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 chip. Damit das auch gut brennt. Beim Safe war so viel.
Fleisch. Oh ja, sehr gut. Okay, also. Ja, aber wer macht uns jetzt Frühstück? Mama und Papa nicht da? Butler nicht da? Butler Nummer 2, 3. Ja, aber wenn du doch niemanden gesehen hast, dann ist hier niemand. Komm, wir gehen. Wir gehen mal in die Stadt. Nee, die Stadt ist eklig. Ja, aber hier ist nichts. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Sachen hier angehen. Okay, dann gehen wir mit unseren Prinzessenpferden. Wo sind unsere Pferde? Die müssen wir noch... Wo ist der Stallmeister? Warum sind die ganzen Leute weg? Ich weiß nicht. Wir müssen doch erstmal raus. Prinzessin, ich weiß nicht, wo die ganzen Leute hin ja, sind. Ja, Prinzessin 2. So gut. Warte, bleib stehen. Warum ist denn so dunkel? Ist es eine Sonnenfinsternis? Wo bist du? Ich bin im Pool. Ich bin reingefallen. Ich hatte den bestimmten Rausweg in einen Pool fallen. Normalerweise trägt mich immer die meine Zofe. Mann, wir sind spoiled. Komm schon! Wir sind schon ein bisschen verwöhnt, ja. Aber jetzt sag doch mal, ist die Sonne mit unseren ganzen Angestellten und König und Königin allen weggegangen? Ja. Was soll das? Kann man die nicht wieder anmachen? Nein. Kann man nicht die Sonne anmachen, wenn ich sage? Kommst du? Schwester, du bleibst hier im Dunkeln. Ah, da ist wieder hell. Nein, nicht wirklich. Der Mond. Warte, bleib stehen. Du fällst noch runter. Aber wir brauchen unsere Prinzessin. Oh, da ist ein Mädchen. Oh, wo? Da. Meinst du, das ist unsere neue Zofe? Darf ich sie mal fragen? Wo bist du eigentlich? Die ist da. Ja, aber wo bist du? Ich bin hier oben, beim Mädchen. Ich habe keine Ahnung, wo oben ist. Oh, sie sind so rausgekommen! Mama, Papa, wir so sauer sein, wenn sie wissen, dass einfach ein Mädel in unser Schloss gekommen ist. Was, hast du nicht abgeschlossen? Nein! What? Ich habe abgeschlossen, und ich habe hier so aufgelassen. So, oh, okay. Warte, ich mach. Okay, gut, wir schließen einfach rein. Du hast sie eingeschlossen? Ja, komm raus, komm hier raus, komm. Nein, jetzt habe ich dich mit eingeschlossen. Kommst du? Komm raus. Komm raus. Ach so, ich war drinnen. Okay, warte. So. Ich muss jetzt mal schreiben. Suche. Ich habe sie jetzt eingeschlossen. Okay. Suche eine Zofe. Willst du meine Zofe sein? Nein, ich bin eine Prinzessin. Ach so, okay. Komm, wo reiten wir hin? Ich reite dir hinterher. So, okay. Ach, warst du immer beim Reitunterricht? Ich war noch nie beim Reitunterricht. Mama hat gesagt, ich wäre noch zu jung dafür. Wo bist du? Warum, du bist runtergefallen? Nein, ich bin runtergeritten. So reitet man nicht. Du weißt aber auch echt alles besser. Hallo, bist du unser Butler? Hallo. Wie kann ich denn umdrehen? Okay. Warte, bleib stehen, guck. Hey, ist da überhaupt jemand drin? Ja, da ist jemand drin. Hey. Hallo, hier Verfolgungsjagd! Ja. Du! Bleib stehen, wir suchen Personal! Wo ist sie hin, die Person? Da! Ich sag, suche Personal! Hieran. Suche Personal! Will der vielleicht mein Personal sein? So. Hi! Ich sag ihm, was gerade passiert ist. Und er so, diese Person so war. Und ich geh einfach weg! Run me over, sis. Da ist ja noch jemand auf einem Pferd. Bist du auch Prinzessin? Warte, schreibe ich. Keine ich bin Prinzess. Aus Versehen von meinem. Sie ist keine, dann ich kann die auch nicht. Ich bin keine Prinzess. Sie sind nicht weggelaufen. Okay, komm hier, wir gehen mal. Wollen wir mal bei der Polizei gucken, ob da jemand ist, der ja. uns helfen kann. Und wir sagen, dass wir Prinzessin sind und unsere Eltern sind weg. Genau, hier kommen wir. Hier ist keiner. Hallo? Was soll das? Hallo? Ist die Polizei total unbesetzt, ja. oder was? Ist jeder weg? Und jetzt sind nur noch die Leute. Oh, da draußen sind Autos. Ah, warte. Hier ist jeder aus. Komm, wir verfolgen das Auto. Komm, es sieht sehr reich aus. Ja. Du bist so langsam. Ich hab so einen Hunger. Oh, nee, das schaffen wir nie. Das Auto ist weg. Komm, wir gehen zurück. Ich seh's. Ich seh's. Komm, nein. Prinzessin Nummer 2, gib nicht auf. Sie ist da oben. Da ist das Haus. Oh wow, wenn wir da einbrechen, vielleicht können wir sie zwingen. Nein. Hi. Hi. Schreib doch mal die. Wir sagen erstmal Hi. Also ich habe gerade Hi geschrieben. Ja, aber das dauert ja. Ich bin so etepetet, ich habe hier keine Zeit, hier Höflichkeiten auszutauschen. Lena, wenn oh du kein Gott, Zuhause nein. hast. Die ist gemein. Da ist gerade ein Mädchen genährt. Die sagt, kann ich rein? Ich hatte zu Hause und keine Mutter. Und die so, I don't care. Mir doch egal. Ja, aber das ist mir auch egal. Weil wenn die kein Zuhause hat, dann kann die für uns arbeiten und bei uns wohnen. Nee. Voll die fies. Nein, die Molly, die arme Molly.
Guck mal, wie klein die ist. Die könnte in die letzte Ecke packen. Nein, are you okay? Die ist wie are unsere okay? Zofe, die ist auch so klein. Oh, die ist so gemein, klein. Die hat geschrieben. Don't worry. Oh, Mann. You wanna work for us? Oh nein, willst sie du geht für weg. Uns arbeiten? Molly geht weg mit ihrem Horse. Vielleicht sind sie alle abgehauen, weil wir ihnen kein Geld gegeben haben. Vielleicht haben die Mama und Papa gekidnappt, damit sie endlich bezahlt werden. Okay, komm, wir gehen jetzt erstmal. Oh, das ist eine rich girl. Die sieht aber nicht sehr rich aus. Okay, also wir gehen jetzt erstmal zur Bank und rauben die aus. Wo nein! Hast du sie noch alles, was das hält? Oh ja, komm, und schnell rein, da arbeitet eh keiner. So, wie können wir die du hast die doch schon mal ausgeraubt. Ich weiß, wie es geht. Komm. Wie komme ich von dem Pferd runter? Exit. Ah, okay. Und jetzt komm hoch. Och, an der Treppen laufen, ey. Komm! Ja, das geht bei mir nicht so schnell. Okay. Und was? Oh, da ist schon eine Person, die will schon rausholen. Die will auch. Die sieht aus wie hier. Wir rauben zuerst aus. Meinst du, da ist jetzt noch überhaupt was drin im Safe? Warte. Hey, geh weg! Ja, die will auch die Bank ausrauben. Das denkt hier jeder. Oh ja. Nein, das brennt! Die hat das Geld genommen. Die hat das Geld genommen, während ich dumm rum und... Keine Sorge. Oh, oh. Okay, komm, Schwesterkind. Ja, okay. Hier, ich habe gar nichts gemacht. Ja, ja, komm, Schwesterkind. Und schnell weg. Ah, ich komme nicht mehr raus. Da jetzt. Okay, komm, schnell weg. Schnell. Wohin, wo bist du? Ich bin hier. Okay. Wir haben aber immer noch nichts gegessen. Wo bist du? Ich bin aus Versehen gefallen. Meinst du nicht, das ist ein bisschen suspekt, wenn du da die große Geldtasche auf der Schulter hast? Oh, das reicht. Wo gibt's was zu essen? Wir gehen zum Daycare. Wir gehen zum Daycare. Da meinst du, gibt's was zu essen? Ja, das sind bestimmt Leute. Hallo, hallo. Hier ist hallo. Kein Mensch und auch nichts zu essen so hey, hier. Hey, wait, Butch. Komm. Sie hat Hey, wait geschrieben. Oh, okay. Frag sie, ob sie uns helfen will, ja? Du kannst dir sagen, dass unser Bett noch nicht gemacht ist. Unser Bett ist noch nicht gemacht. Und jetzt ist mittlerweile schon Nachmittag. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Mir hat noch keiner den Hintern abgeputzt. Mir hat noch keiner die Zähne geputzt. Mir hat noch keiner die Haare gekämmt. Mir hat noch keiner die Füße gewaschen. Ich habe noch nichts gegessen. Wer kratzt mir jetzt hinter den Ohren? Da juckt's. Ich Warte, bleib stehen. Ich brauche noch Lara. Stört dich das nicht, dass dir noch keiner den Hintern abgeputzt hat heute? Mein Pferd kann es machen. Mein Pferd kann es, ich sehe das schon förmlich, okay. Leute, ich habe auch mein Merch-T-Shirt an. Wunderschön, das ist auch viel leicht Merch. Und übrigens haben wir jetzt eine neue Kollektion. Wir haben euch so lange versprochen und endlich ist es da. Ja, und zwar die AV-Kollektion. Das ist hier, also ihr könnt entweder in die Classic, was die Ava gerade anhat, oder in die Ava Bubble Tea Kollektion reingehen. Und dann findet ihr alles Mögliche. Und zum Beispiel auf diesem T-Shirt steht, finde ich voll süß, auf Ärmel einfach Ava. Das ist total süß. Also da gibt es eine ganze neue Kollektion für euch zu entdecken. Und jetzt geht's auch gleich mit dem Spiel weiter. Ich will zu dem Burger, wo wir nie hin dürfen, weil Mama sagt, es sei nicht prinzessinnenmäßig. Warte! Ich kann nur so zickzack reiten, okay? Ist das schlimm? Oh, ich reite gerade! Burger! Wir kommen! Brooksteiner. Nein, da ist es eklig. Wir gehen Pizza holen. Und da brennt übrigens. Ich will nicht rein, wo es brennt. Meinst du, das kann mein Pferd? Ja. Das andere Mädchen hat ihr Pferd auch mit reingenommen. Warum du nicht? Prinzessinnen dürfen sowas. Siehst du? Okay, du kannst dir dein eigenes Ding holen. Okay, hier. Gleich eine Prinzessin mit, mache ich das nicht für dich. Müssen wir hier was bezahlen? Nein. Aber was ist, wenn jetzt der Besitzer kommt? Du hast es auf den Boden gestellt. Nein, ich stehe auf dem Tisch. Das Mädchen setzt sich einfach zu uns, hey. Oh mein Gott. Gott. Vielleicht will die uns bedienen. Kann das sein? Oh, ich sitze hier voll cash. Lina, du scheinst mir auch eine echte Prinzessin zu sein, weil wenn du eine Bedienstete wärst, die wobei, vielleicht hast du gelernt, wie man Sachen auf dem Kopf balanciert. Na, die nennt dich deine Schwester. Huch. Bin ich deine Schwester? Ich dachte, du wärst meine Angestellte. Nimmst du, can you take my tray? Jemand hat unser Haus gerobbt! Ich hab dir doch gesagt, du sollst abschließen! Ich hab gelogen, weil ich nicht
Komm, wir gehen einfach. Lass uns wieder nach Hause gehen. Nein, wir müssen erst noch was im Supermarkt einkaufen gehen. Zu Hause ist nichts und was ist, wenn da immer noch keiner da ist? Komm, wir rauben einfach alles aus. Okay. Ich will ein paar Chips und ich will Eis. Prinzessin Nummer 2. Was ist? Was kann ich für dich tun? Holst du mir jetzt bitte? Hey! Das ist voll gefährlich. Nein. Das ist so gemein. Ich heiße auch Prinzessin Bombe. Prinzessin Bombe. Ich sag, du bist Prinzessin Stinkbombe. Sollen wir schwimmen gehen? Ja. Ja, ich komme. Oh, da sind ganz viele Leute. Willst du gucken, was passieren wird, wenn ich das Wasser in Flammen setze? Ja. Okay, gut. Also, warte. Ich muss erst. Dürfen wir das als Prinzessinnen einfach? Natürlich. Guck mal, da könnten sich jetzt ganz viele Leute verletzen. Willst du das wirklich machen? Ach, das Wasser setzt du in Flammen. Ich bin noch bei dem. Okay, gut. So, bist du bereit, die Explosion zu sehen? Nichts ist passiert. Oh. Warum antwortet keiner? Hi! Du stellst noch alles in Flammen? Oh Mann, was ein schrecklicher Tag. Gar nicht prinzessinnenhaft. Es kam auch keiner und hat gesagt, du königliche Hoheit, können wir dir helfen oder so? Ja. Warum? Okay, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir auch das Video. Keiner nimmt uns als Prinzessinnen ernst. Das ist voll gemein und wir schmollen jetzt. Da, 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 da. Okay, gut. Während Ava jetzt ins Bett geht, sagen wir Tschüss. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns einen dicken Daumen nach oben da und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis ihr Lieben. Ciao. Ciao.